Am Rande von Aachen liegt Stolberg und am Rande von Stolberg liegt der Kelmisberg. Eine heruntergekommene Wohnsiedlung abseits der Gesellschaft. Eingerichtet von der Stadt für Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. So wie Rolf. Als seine Freundin nach einem Streit auszog, konnte er sich die gemeinsame Wohnung nicht mehr leisten. Jetzt lebt er hier, seit 3 Wochen, im Chaos. Ja, war alles voll mit Müll, ne? Das ist jetzt noch harmlos. Jeder Knast, wo ich war, war nur halb so schlimm wie das hier. Hier wirst du beklaut, jeder klaut jedem das Letzte, was er hat, ne? Und dann verbieten sie dir draußen zum Verkaufen nur wieder an. Weißt du, wie ich meine? So, all so ein Zeugs, da ist auch richtig... 5 Jahre hat Rolf im Knast gesessen. Hinter Gittern fing er an, Gedichte zu schreiben. Das hilft ihm in der neuen Unfreiheit am Kelmisberg. Dieser Text hier liegt mir sehr am Herzen und man könnte glauben, ich würde scherzen. Was hier bei uns mit armen Menschen passiert, für die sich einfach kein Schwein interessiert, so baut man auf deren verjunkten Verstand und hat sie zur Notunterkunft am Kelmisberg verbannt. Dieses ist ein trostloser, eher kalter Ort. Haltet eure Kinder besser von da fort. Da sind auch viele Sachen so, keine Ahnung, ich schreibe manchmal über den Phönix, ne? Dieser Vogel bin eigentlich ich, ne? Aber das ist leichter, über diesen Vogel zu schreiben, ne? Weil, wie soll ich sagen, dann kann ich, ist das für mich eine Geschichte und nicht mein Leben, weißt du so? Kann ich schwer erklären. Viele der rund 50 Bewohner sind drogensüchtig oder psychisch krank. Für sie gibt es eine eigene Beratungsstelle vor Ort mit 3 Sozialarbeitern und 2 Hausmeistern. Einer ist heute da und erteilt Verbote. Sie haben keine Drehgenehmigung. Wenn Sie die haben, können wir da gerne drüber sprechen. Gehen Sie von dem Gelände der Stadt Stolberg. Ohne Drehgenehmigung kein Zutritt. Ich bin hier eingeladen von den Bewohnern. Ich kann mit jedem sprechen, mit dem ich möchte. Hier ist Tabu jetzt für Sie. Hier ist doch öffentlicher Grund. Sie waren da. Sie haben die Häuser nicht zu betreten. Das wurde Ihnen aber ich habe mit dem Herrn gesprochen, der wohnt da. Sie können gerne mit dem Herrn sprechen, aber Sie betreten die Grundstücke nicht als 20. Wieso denn nicht? Sie betreten das Grundstück nicht ohne eine Drehgenehmigung. Ende jeder Diskussion. Rolf ist einer der Herren. Er hat uns schon vorher gezeigt, wie sein erster Eindruck gewesen ist, als er vor 3 Wochen hier ankam. Man riecht es schon, ne? Guck es dir an. Das wurde mir angeboten nach meiner Operation. Ja. Ich habe dann auch versucht, hier eine Nacht zu schlafen. Es war eisig kalt, da oben ist ein Dachfenster kaputt. Das ist einfach auflassen worden oder keine Ahnung was. Ne, und dann, ja. Die Stadt bestreitet, dass dieses Zimmer angeboten wurde. Rolf schläft seither im Nachbarzimmer. Dann hast du hier so super Spüle. Ne? Und ich kann dir mal zeigen, die wird bewohnt von ein paar Mäusen. Ne? Hier hat man also keine Lust, irgendwie sich Essen zu machen oder sonst irgendwas. Ne? Weil du nicht weißt, ob du dann so ein Tüttelchen am Brot hast oder irgendwas. Die laufen hier rum, die Mäuse, ne? Nachts, Tag und Nacht hier. Durch die Buden, die können durch die Türschlitzen krabbeln. Ne? Ich weiß nicht, ob die nicht sogar überein krabbeln, wenn man mal schläft. Ne? Auf unsere Frage nach dem Ungezieferbefall bekommen wir keine Antwort von der Stadt. Auch der Rest der Wohnung ist im Grunde unbewohnbar. Guck dir das mal an, hier will ich ja keine hinsetzen. Schon mal einen Raum ohne Schimmel gesehen? Nein. Nein. Leider nein. Die Stadt Stolberg erklärt uns dazu, es gebe im Haus 3 nur eine Stelle, die ab und zu von Schimmel betroffen sei. Dass die Lebensumstände in den Häusern unzumutbar sind, scheint man trotzdem verstanden zu haben. Deshalb sollen sie weg. Danach will Bürgermeister Haas Wohnungen errichten, die, Zitat, deutlich menschenwürdiger sind. Leider sind die Bauarbeiten 1 Jahr im Verzug. Zeit, die Bewohner in Containern überbrücken müssen. So wie Jens. Für die 7 Quadratmeter wird eine Gebühr von 176 Euro fällig. Macht 25 Euro pro Quadratmeter warm. Ein Angebot, das Jens nicht so richtig zu nutzen weiß. Das Zimmer ist das verkommenste Zimmer, was es in Deutschland gibt. Ich wüsste dir. Geh aber am besten nicht zu nah ran. Ne? Und ich kann sogar Licht anmachen. Jens leidet unter einer Persönlichkeitsstörung. Manchmal schließt er sich tagelang ein, ohne zu essen. Und manchmal rastet er einfach aus. Ich habe 2 Polizisten verletzt, dienstunfähig gemacht und so. Und dann habe ich 6 Monate Haft bekommen. Eigentlich hatte ich nur Bewährung bekommen, weil ich dem Richter ins Gesicht gespuckt habe vor Gericht, habe ich dann diese Haftstrafe bekommen.
keine Bewährung mehr. So, und jetzt kommen wir dann halt, wir haben 4 Reihen und die 2 Reihen teilen sich dann hier die Küche. Das ist eine zugängliche Küche. Wir haben aber nur Spülbecken, 2 Waschmaschinen. Normalerweise kommt noch ein Trockner mit dazu. Der Trockner ist aber auch jetzt schon geklaut worden. Also 4 Monate nach Einzug sind die ersten Container schon wieder unbewohnbar. Die Stadt teilt dazu mit, eine Verhinderung des Vandalismus sei unmöglich. Bevor Jens in den Container wechselt, wohnt er in Haus 2. Wobei Wohnen der falsche Begriff ist. Vor sich hin vegetieren trifft es eher. Hier ist meine alte Wohnung. 2 Jahre liegt das erste Treffen zurück. Auch damals kämpfte Jens gegen das Durcheinander in seinem Kopf. Hier gehen wir direkt in meinen Bereich. Ja, man sieht schon, wir sollen die Wände nicht bestreichen, anmalen und so, aber manchmal muss ich halt mein Kreatives rauslassen. Das ist das, was ich in der Psychiatrie gelernt habe. So sind dann halt auch die Umstände, wenn man eine psychische Erkrankung hat, wie man leben muss. Also wir reden hier von einem Borderline-Syndrom und von einer bipolaren Störung. Für Menschen wie Jens ist der Kelmisberg kein Ort zum Leben. Doch einen anderen zu finden, ist für die Bewohner fast unmöglich. Auf der Suche nach einer neuen Unterkunft wirkt die alte Adresse wie ein Stigma. Vom Rand der Gesellschaft kommt man nur schwer zurück in die Mitte. Zurück zu Rolf. Für den gelernten, aber arbeitsunfähigen Dachdecker ist es bereits sein 2. Zwischenstopp hier. Jedes Mal wird es schlimmer. Ja, das hier ist halt alles noch zu, weil die Brand hat, ne? Ist halt alles sehr schwierig. Vor der Tür sieht es auch nicht besser aus. Hier ist so die hauseigene Spermiesammelstelle. Ne? Da wird dann einfach so ein Fenster geworfen und dann ist das Ding erledigt. Ne? Sobald das hier liegt, ist das nicht mehr, hört das den Leuten nicht mehr. Ne? Das ist total verrückt. Vor 2 Jahren sah es auf dem Kelmisberg ähnlich aus. Damals trafen wir Tina. Nach einer persönlichen Krise war sie hier gestrandet. Für sie ein Tiefpunkt. Das ist meine Haustüre. Heute Morgen war hier ein Mieter vom Kelmisberg bei mir. Der wollte bei mir rein. Und weil ich ihn nicht reingelassen habe, hat er mir die Tür eingetreten. Ja. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Am Wochenende war der schon mal hier und hat schon mal meine Tür eingetreten. Der ist krank, der ist richtig krank. Dem kann man gar nicht helfen hier. Der müsste eigentlich richtig betreut werden. Ne? Aber hier wohnen mehrere solche Leute. Ne? Früher arbeitete Tina in einer Reinigungsfirma. Dann kam der Absturz. Sie machte Schulden, flog aus ihrer Wohnung. Manchmal denke ich immer, abends schlafen, stehe morgens auf, das wäre nur ein Traum gewesen. Ne? Entschuldigung. Und wie verbringen Sie jetzt den Tag? Ach, keine Ahnung. Die meisten, die auch hier wohnen, die kommen auch meistens so zu mir alle, weil ich irgendwie so die Mutter von alle bin hier. Ne? Es sind noch viele junge Leute und so. Und das hält mich so viel von meinen Sachen ab, die ich eigentlich erledigen muss hier, ne? Und mein Sohn wohnt auch hier und so. Und meine Familie will mit mir nichts mehr zu tun haben, seitdem ich hier bin. Das ist alles so schrecklich hier. Und dann so Tage wieder mir die Türe kaputt gemacht hat und so. Ich fühle mich einfach wie nichts, ob ich irgendwas Schlimmes mal verbrochen hätte in meinem Leben, ne? Das ist schon schwer hier, ne? Nach dem Interview gelingt ihr der Absprung, aber nur kurz. Anfang des Jahres kehrt Tina zurück an den Kelmisberg. In eine Wohnung mit nur einer Herdplatte, die sie in Eigeninitiative herrichtet. Außerhalb ihrer 4 Wände herrscht weiterhin Chaos. Klar ist das hier schlimm mit Drogen, Alkohol, ja, aber hier bleibt ja auch manchmal gar nichts anderes übrig. Ne? Wenn du so verzweifelt, ich habe noch nie Selbstmordgedanken. Ich habe in meinem Leben erst mal Selbstmordgedanken gehabt. Ne? So, ich wollte mich da hinten irgendwo runterstoßen, weil ich halt nicht mehr konnte. Um 16 Uhr schließt die städtische Beratungsstelle. Dann sind die Bewohner, wie der 42-jährige Sven, auf sich allein gestellt. Früher hat er ab und zu als Reinigungskraft gearbeitet. Vor einem halben Jahr ist er in das alte Zimmer von Jens gezogen. Hier ist mein Reich. Das ist mein Bett. Drogen, Alkohol, Exzesse. Sven hat wohl schon öfter und in mehrfacher Hinsicht die Kontrolle verloren. Ich habe meine Freundin einmal in den Bauch geschlagen. Und ja. Wieso? Ja, wir haben uns gestritten. Wir haben uns gestritten und ich habe die einmal im Bauch geschlagen nach der Operation. Und da hat meine Freundin überall rum erzählt, in ganzen
im ganzen Niederrhein, ich würde jeden Tag sie einmal, ich würde sie jeden Tag schlagen, aber ich habe sie nur einmal geschlagen, aber danach waren wir noch 1,5 Jahre zusammen. Ja. Für Sven wäre eine Entzugsklinik wohl sinnvoller. Stattdessen liegt er eine Stunde später auf der Straße, abgestürzt, nach einem Streit mit Mitbewohnern. Da kriegt er wieder. Hör einfach auf zu beleidigen, dann kriegst du auch beim nächsten Mal keine rein, ne? Ich hab meine Mutter beleidigt. Er hat mich nicht mal erkannt. Hallo, ist ja nicht schlimm. Hallo, das ist so, verpiss dich, damit keinen Streit, du Hurensohn. Ne? Es wäre verdammt. Und dann habe ich gesagt, geh, au Junge. Hey, pass auf. Hat er weitergemacht. Ich hab deine Mutter beleidigt. Hey, so geht das hier ab. Hier wird man ohne Grund geschlagen. Hier wird man ohne Grund geschlagen. Ja, du Hurensohn, geh mal weiter. Also ohne Grund, ne? Schon wieder Hurensohn? Möchte ich nochmal hier. Aber ich geb dir einen Tritt unter das Kinn. Ja, komm, mach. Pass auf. Willst du mich verarschen, Sven? Pass mal auf, du Brötchen. Pass mal auf, das hier ist mein Zuhause, ne? Und hier benimmst du dich. Hast du mir zugehört? Das ist dein Gesetz. Hier benimmst du dich. Das sind Kandidaten, die haben hier nichts verloren. Die müssen zu Schatrido, weiß ich wohl. Aber nicht nach hier, die bleiben hier tot. Eine Stimme der Vernunft in einer Gemeinschaft von Außenseitern. 2024 soll hier der Neubau stehen. Doch um bis dahin durchzuhalten, brauchen die Bewohner mehr Unterstützung. Die Beseitigung von Schimmel, Ungeziefer und Vandalismusschäden wäre sicherlich ein Anfang.